Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um diese Küchenmaschine. Küchenmaschinen mit Kochfunktion sollen uns ja den Alltag erleichtern und es gibt auch schon wahnsinnig viele Geräte auf dem Markt. Zum Beispiel den Prep and Cook von Krups oder Monsieur Cuisine von Lidl, dann Medion-Geräte. Es gibt einfach unwahrscheinlich viel und dann natürlich den bekanntesten, den Thermomix von Vorwerk. Der Thermomix ist nicht nur der bekannteste, sondern auch ja, der teuerste auf dem Markt. Er kann aber auch wesentlich mehr als die günstigen Geräte. Also der Preis ist vielleicht schon gerechtfertigt. Manche lieben ihn, manche verteufeln ihn. Und jetzt bekommt der Thermomix das erste Mal richtig ernstzunehmende Konkurrenz, nämlich den Cookit von Bosch. Der Cookit bietet drei verschiedene Kochmöglichkeiten. Einmal Guided Cooking, also geführtes Kochen. Man muss sich nur noch an die Anweisungen des Geräts halten. Dann Automatikprogramme. Zum Beispiel zum Kartoffeln kochen oder Reis kochen oder Teig kneten. Und dann als drittes das manuelle Kochen. Da kann man dann ganz einfach mal Omas Rezepte nachkochen. Man muss nicht dafür Pfanne und Topf nehmen. Man kann das ganz einfach in diesem Gerät machen. Das wollen wir euch heute vorstellen und fangen erstmal mit einem kleinen Unboxing an. Dafür wollen wir jetzt auspacken und sehen euch gleich wieder. Bin ich wieder und habe ausgepackt, wie ihr seht. Und ihr könnt sehen, es ist wahnsinnig viel an Zubehör dabei. Eigentlich alles, was man sich so wünschen kann. Zum Beispiel das Cookit Kochbuch. Da sind halt die Rezepte drin, die auch im Cookit schon drin sind. Zum Beispiel Couscous mit Blumenkohl und gebratenen Halloumi. Kräuterkunde, Käsespätzle, Polenta mit Gorgonzola. Schokoladensoße oder Brownies mit Cashewkern und Pistazien. Dann geht es weiter mit kleinen Aufklebern, die man nachher auf Marmeladengläser oder Soßengläser, Formgläser oder so kleben kann. Dem Universalmesser. Achtung, das Messer ist wirklich richtig, richtig scharf. Da gab es schon zum Teil Unfälle mit. Dann der 3D-Rührer. Einmal ein Zwillingsrührbesen. Ein Dampfgaraufsatz. Ein Deckel und Einsatz. Ein Zerkleinerungsaufsatz mit den passenden Zerkleinerungsscheiben. Die sind doppelseitig, hier zum Beispiel zum Scheibenschneiden in fein und dicker. Und einmal zum Raspeln, auch einmal grob. Und fein, einem normalen Einsatz, einem Spatel, der allerdings, der ist fest, der ist richtig fest, da ist kein Silikonrand oder weicher Rand generell, der ist wirklich fest. Dann haben wir einmal noch die obligatorischen Bedienungsanleitungen. Quick Start Guide. Ja, einmal die Aufforderung zum Bewerten. Und natürlich den Cookit selber. Der Topf fasst ganze 3 Liter, ist also auch mal fürs Familienessen oder ja, für große Familien geeignet, was man ja sonst, ja, da ist es halt sonst problematisch, weil der Topf des Thermomix 6, glaube ich, nur 2,2 Liter fasst. Also hier kann man wirklich richtig viel drin kochen.
Der Deckel ist natürlich klappbar. Ein tolles Display haben wir dabei. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann zum Einrichten wieder. Willkommen zurück zu unserem ersten Video über den Bosch Cookit. Ich möchte mit euch jetzt durch die Einrichtung gehen, habe dafür den Cookit am Strom angeschlossen und damit ihr das Display besser lesen könnt, schalte ich einmal das Licht aus. So, der Cookit ist eingeschaltet und startet jetzt direkt mit der Einführung. Los geht's mit einem kleinen Tutorial. Hier lernst du deinen Cookit und die Zubehöre schon etwas kennen. Gleich zu Beginn wirst du durch ein paar Grundeinstellungen geführt. Dann geht das jetzt weiter mit dem Siedepunkt. Der ist ja je nach Höhe, wo man lebt, ein wenig anders. Und die Höhe kann man hier jetzt einstellen. In unserem Fall können wir das so lassen. Jetzt geht es um die WLAN-Einrichtung. Das habe ich eben jetzt schon gemacht. Einmal die Bedienelemente, Gerät ein- und ausschalten, das Hauptmenü mit allen Kocharten und weiteren Funktionen und hier die Waage. So, dann geht es hier noch einmal im Hauptmenü zu den Rezepten. Auf dem Cookit sind 200 Rezepte vorgespeichert. Das ist natürlich jetzt noch nicht so viel, bei weitem nicht so viel, wie der Thermomix hat, aber ich hoffe einfach, dass das noch ausgebaut wird, schnell ausgebaut wird und dass wir bald ganz viele Rezepte für das Gerät haben. Dann haben wir hier die Automatikprogramme. Zum Beispiel Dampfgaren, Sous-Vide, Teigkneten und vieles mehr. Das manuelle Kochen. Einmal die Favoriten. Hilfe und Support. Und die Einstellungen des Geräts. Dann wird jetzt hier wohl der 3D-Rührer genauer beschrieben. Wird verwendet, um Lebensmittel zu mischen und umzurühren oder Zutaten beim Anbraten zu wenden. Ah, dann gibt es hier nochmal Skizzen, wie man ihn einsetzt. Hier geht es um den Zwillingsrührbesen. Wird verwendet, um Eiweiß oder Sahne zu schlagen und flüssige Speisen zu rühren, wie zum Beispiel Soßen, Pudding oder Polenta. Auch hier gibt es wieder Skizzen zum Einsetzen. Das Universalmesser. Wie gesagt, das Messer ist wirklich scharf. Also es haben sich schon Leute verletzt. Super vorsichtig bitte damit sein. Wird zum Zerkleinern von Lebensmitteln und Kneten von Teigen genutzt. Es besteht aus rostfreiem Edelstahl und Spezialschliff für eine lange Haltbarkeit. Und auch hier wieder die gewohnten Skizzen. Der Zerkleinerungsaufsatz bzw. die Zerkleinerungsaufsätze, mit denen man Lebensmittel in dünne oder dicke Scheiben schneiden kann oder grob oder fein raspeln. Auch hier wieder die Anleitung, dass man den inneren Deckel entnimmt, einmal die Achse einsetzt mit der Zerkleinerungsscheibe und dann den Zerkleinerungsaufsatz nutzt. Dampfgarzubehöre. Das Gerät beinhaltet zwei Dampfgarzubehöre. Zum einen der dreiteilige Dampfgaraufsatz, der
der ein Dämpfen auf mehreren Ebenen ermöglicht und zum anderen den Dampfgareinsatz, mit dem Zutaten im Topf gedämpft werden können. Und auch hier wieder die Skizzen. So, Hinweis zur Erstanwendung. Vor dem ersten Gebrauch empfehlen wir, alle Teile gründlich zu reinigen. Wie du den Deckel für eine Reinigung zerlegst, erfährst du im folgenden Video. Hier kann man dann wohl... Wir machen das einfach mal. Das Display ist wirklich schön klar und auch flüssig, könnte für mich allerdings noch einen kleinen Ticken größer sein. Gehen wir weiter. So, jetzt kann es losgehen. So, dann haben wir jetzt hier die Übersicht. Gehen wir mal in die Rezepte. Schade ist, dass man in den Rezepten am Cookit selber nicht suchen kann. Das kann man nur in der App tun. Aber oder mit Alexa. Der Cookit ist super steuerbar mit Alexa, mit Amazons Alexa. Man kann sie fragen, wann sind Gerichte fertig oder starte das Kochen und so weiter. Das ist wirklich angenehm. Dann haben wir hier, nehmen wir einfach mal Suppen und Eintöpfe. Bohneneintopf mit Paprika. Bouillabaisse mit Croutons. Toll ist, dass hier die Schwierigkeitsgrade immer angegeben sind. Eintopf aus Süßkartoffeln und Paprika. Fischfond. Nehmen wir hier mal Gazpacho mit gerösteten Pinienkernen. Und dann wird einem hier gleich gesagt, was man alles braucht. Ah, die Nährwerte. Und dann geht das wohl hier schon los mit der Zubereitung. Dann haben wir zum Beispiel noch Pasta und Reis. Lasagne Tricolore. Gekochte Nudeln. Nudelteig. One Pot Paprika Pasta mit Hähnchen. Pasta alla Carbonara. Also man hat hier schon eine tolle Auswahl, obwohl es eben noch nicht so viele Rezepte für den Cookit gibt. Automatikprogramme. Dampfgaren, Kochen, Simmern, Anbraten, Reis, Teige, Sous-Vide, Aufwärmen, Reinigungsprogramm und Schokoschmelzen. Manuelles Kochen. Ohne Werkzeug mit dem Universalmesser, dem 3D-Rührer, dem Zwillingsrührbesen oder dem Zerkleinerungsaufsatz. Dann die Favoriten, das ist bei uns jetzt noch leer. Hilfe und Support und dann noch einmal die Einstellungen. So, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe wirklich Hunger und wir wollen gerne mal anfangen zu kochen mit dem Cookit und das zeigen wir euch im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen!